Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind bei Bobby Nasenlos in der Wohnung. Ja, ein sehr wohlklingender und schöner Name. Und ich kann immer noch nicht an das doofe Terminal. Guck mal, wenn ich da rangehen will, passiert dann nichts. Naja. Sie hat uns ein sehr, sehr zwielichtiges Geschäft angeboten. Wir sollten in ihrem Keller ein Loch graben, beziehungsweise einen ganzen Tunnel. Die Arbeit haben zwei Typen für uns erledigt. Allerdings kam aus einem Loch in der Wand dann Meyerlurks. Die haben wir erledigt und jetzt will sie nach Diamond City und was erledigen. Ja, bevor wir aber weitermachen, würde ich sagen, wir gehen mal zum Hotel. Denn ich habe da wieder mal einen Tipp bekommen, dass ich dort etwas Gutes abholen kann. Alle 10 Level jetzt, also 25, 35, 45 und dann bekomme ich was Schönes. Aber ich habe, glaube ich... Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Warum fragst du? Ich will dich nur etwas besser kennenlernen. Ist nicht gerade die sicherste Gegend, deshalb weiß ich gerne, wer Ärger machen wird und wer ihn beendet. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen, halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich repariere meistens irgendwas im Hotel Rexford. Oder ich trinke diese Plörre von Charlie im Third Rail. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Ich schaue mir das Angebot mal an. Sag mir Bescheid, wenn du handeln möchtest. Okay. Der hat auf jeden Fall schon mal Munition. Und eine Maschinenpistole. Naja, ist alles nichts für mich. Filzhut. Ja, alles nicht so toll, ne? Der hat eine Mutabeere und Tato. Das, was ich brauche. Stimpaks. Soll ich mir die alle kaufen? Ah, ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, ich hatte ja mal so aus Spaß. In Fallout 3 habe ich mir jetzt so... Was ist das? Glasfaser, Asbest und nukleares Material. Nee. Ich habe mir zum Spaß eine Challenge gemacht. Und zwar, dass ich am Ende des Spiels... Oh. Über 1000 Stimpaks haben werde. Das möchte ich hier auch gerne. Allerdings weiß ich nicht, ob sich das umsetzen lässt, da ich dann doch schon sehr viel brauche. Glasfaser... Ne, komm, ich verkaufe dir mal lieber was. Kryogranate. Habe ich noch nie benutzt, ne? Könnte ich mal machen. Und den Gehstock. Komm, wer braucht schon so eine Scheiße? Ganz ehrlich. Das ist totaler Quatsch. Raftats. Kannst mein ganzes... Ne, Jet behalte ich mal. Mentats. Ne, der hat schon... Oh, du... Ne, krieg ich ja gar nichts mehr zurück, du. Gerle. Schlusskerle. So, jetzt. 45er Patrone. Moment jetzt. So. Ne, jetzt hab ich schon... Ne, egal. Komm, wurscht. Und suche ich die Items wieder ewig. Ich würde mir eigentlich gerne mal Nick abholen. Schnell, aber ich nehme die Rufus. Quest an. Vorher. Wie sieht der Job aus? Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert habe. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Warte mal, die Brauerei vielleicht? Ich vermute, es gibt auch was für den Job. Na klar. Wie wäre es mit 200 Kronkorken und einem Anteil vom Bier? Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Ich finde ihn nett, aber ich werde nur einmal falschen. Das hier ist nicht unbedingt die sicherste Gegend. Wie wäre es mit einer Gefahrenzulage? Auch wieder wahr. 300 Kronkorken plus Bier. Und, übernimmst du den Job? Ich mag ihn ja gerne, aber... Hast du gesehen, wie viele Supermutanten da draußen unterwegs sind? Du bist echt eine harte Nuss. 400 Kronkorken plus Bier. Mehr geht aber wirklich nicht. Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Wo ist der Haken? Das Übliche. Der Laden, in dem das Ding steht, ist nicht leer. Muss der vielleicht den Weg freischießen? Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Ich bin dabei. Super. Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe. Dem Shankos Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst.
Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Shamrock, das hört sich... Da braut sich was zusammen, sehr schön. Willst du mal was Unheimliches hören? Ja, dein Gesicht! Nein, das kann man nur sehen, aber ich kann deine Stimme hören, die ist auch unheimlich. Das hört sich schon so an, als wäre es ein irisches Lokal, ein Pub. Und das Grüne ist wahrscheinlich ein Kleeblatt. Naja, so, Nick, komm mal mit. Ist der noch da? Sitzt hier noch rum, ne? Hey, Valentine! Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Hä? Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Was hast du gesagt? Was? Wovon redest du überhaupt? Dafu? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Okay. Gehen wir, Nick. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Da ich ja mehr so auf Infiltration stehe und jetzt auch nicht mehr wirklich klauen werde, habe ich euch ja ein bisschen versprochen. Vielleicht. Wird sich Nick wahrscheinlich als guter Begleiter herausstellen, da Schlösser knacken und Computerhacken belohnt wird. Also alles, was Neugier Loch im Commonwealth ist. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, kommt hier durch. Ja. Ja. Alles klar, Nick. Baut sich was zusammen, ne? Hab ich gehört. Mhm. Finde die Braumaschine. Dann machen wir das mal. Kommst du mit? Nick, kommst du mit? Komm. Ich müsste mal wieder nach Diamond City. Da gibt's bestimmt auch noch eine Menge. Du machst wohl Witze. Was? Ich hoffe, das stimmt hier, ne? Okay, wie komme ich jetzt am schnellsten dahin? Ich muss da runter. Ja, Nick, der läuft mir wieder so ganz komisch nach. Ich sollte mir das vielleicht mal aufschreiben. 3i. Ich schreibe mir das mal auf. 3i. So, diese Freedom Trail. Oh, hi. Hier ist nichts, alles gut. Ich muss auch noch da runter. Haben wir jetzt wieder Supermuddis? Ach nein. Die sind direkt da unten. Ich höre was. Jetzt hast du ein Problem. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ja, hast du gedacht, Kumpel, ne? Verkommen lassen. Oha. Ich komme mir hier draußen vor wie eine wandelnde Zielscheibe. Hol doch nicht so rum jetzt, Nick. Ja, einfach mal alles zerlegt. Ist ja schön. Ich muss einfach nur noch hin und alles aufsammeln. Ich finde das immer super. Oh, guck mal da. Superkleber. Geile Sache. Okidoki. Komm, ich will jetzt keine Zeit verschwenden. Wir gehen gleich mal weiter runter. Bin ich auch hier durch? Ja, ist sogar besser, wenn ich hier durchgehe und auf die Straße komme. Aha. Oha. Schon wieder rumgeballert hier, ne? Wie viel Fleisch die da hängen haben, das ist ja widerlich. ist nicht nur tierisches, sondern auch menschliches. Warte mal, gleich stürzt der Vertibird wieder ab. Was sag ich mit Nick? Er ist ja ein Synth. Dem dürfte das hier gar nichts ausmachen, oder? Die Radioaktivität. Was ist da denn los? Hä?
Hey, weißt du, wie sie sich erst nicht zu erkennen gibt? Randale habe ich bekommen. Bleib mal stehen jetzt. Hässliche Truller. Klar, es geht's hier ab. Überall kaputte Roboter. Wow! Okay. Alles klar? Geht's dir gut? Ja, ich denke schon. Wow! Hier ist ja immer Krieg, sag mal. Das wird euch nicht richtig. Ah. Ist ja furchtbar. Sehe ich genauso, keine Gnade. Minigun habe ich, glaube ich, ja noch eine in der Kiste. Alter Schwede, du. Ich weiß das große Ziel zu schätzen. Was? Ich hoffe, du meinst jetzt unsere Sache, weißt du, zu schätzen und nicht das große Ziel, alias der Vertibird. Wenn du den abknallst, Kumpel, haben wir ein großes Problem. Oh, Pfadfinder. Schankhaus Shamrock. Das ist doch ein... Gott sagen, das sehe ich doch, dass es ein Geschützturm ist. Manchmal erkenne ich das so spät. Wahrscheinlich, weil meine Wahrnehmung so niedrig ist. Ich habe auch die Brille ausgezogen. Ist vielleicht auch nicht so die geilste Idee. Biometrischer Scanner. Das ist doch bestimmt eine Glasfaseroptik, die ich brauche. Was ist los? Ja, ja. Schankhaus Shamrock. Wahrscheinlich ist die Brauereimaschine 500 Tonnen schwer und die muss ich dann ganz langsam zurücktragen nach Good Neighbor. Ich sehe es vollkommen, du. Genau sowas wird es sein. Ich finde es so gut, dass man die Geräuschfalle entfernt. Was hast du da für eine blöde... Ich würde ihm am liebsten eine Knarre jetzt mal zustecken, ne? Dass er mal ein bisschen anders schießen kann. Seit wann ist es denn so still? Mach das mal mit Charlie. Weiß nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Gespenster. Ja, schon möglich. Ich muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang ich an durchzudrehen. Die sind echt so ein bisschen Cheat. So, oder? Und ich meine nicht den Hund. Das ist ja ein Cheat zu. Es ist einfach weglaufen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Nicht sonderlich subtil, Kumpel. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Wer? Ich schwör's. Ich wollte eigentlich nicht den Baseballschläger. Ich wollte nur dich. Egal. Ich wollte nur den Baseball mitnehmen. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Aschenbecher. Aschenbecher. Ich glaube, ich gehe erstmal hoch, die Idioten da ausschalten. Hä? Ich habe was gehört. Dachtest wohl, du könntest dich verstecken, was? Hey. Das war... Oh, sondern ein legendärer. Oh, Kacke. Ach nee, warum hilfst du mir nicht? Ich mach doch mit meiner blöden Knifte. Piep, 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 piep. Ich hätte lieber die Schrot nehmen sollen und dann ab ins Gesicht. Ab ins Gesicht. Oh, toll, ich bin wieder hier draußen. Wow. Wow. Ich dachte, ich hätte drin gespeichert. Ach, guck mal, Shamrock, Tap House und ein Kleeblatt. Typisch, Irish Pub. Pubs sind toll. Also in dem Pub, wo ich herkam, da gab es immer gutes Essen. So lecker Backkartoffel und norm. Geil. Und als ich noch Alkohol getrunken habe, da habe ich immer ein schönes Guinness. Oh, lecker. Ich weiß, Guinness ist so ein bisschen speziell, ne? Aber ich mag Guinness. Ich mochte Guinness. Wenn das ohne Alkohol wäre, würde ich es auch weiterhin trinken. Das ist so richtig schön malzig und schwer und...
Geiles Bier. Du musst das nicht tun. Nick, kannst du mal aufhören? Ich schleiche hier gerade. Wow, ich hab's entschärft, aber ist cool. Das wird sicher lustig. Platz. Du machst da ist er hier Platz. Was hast du noch so drauf? Da ist er hier platzt. Hier ist es wohl sicher. Fürs Erste. Warum jemand da? Du nicht endlich? Das ist schon Schießen gehört, Nick, ne? Ich glaube, wir sind nicht allein. Ach, so mach hier. Kleine Wichser hin. Mach keine Sachen. Nick ist manchmal so ein bisschen blöd. Du bist tot. Hast du gehört? Nö, noch lebe ich. Ich hoffe, das hast du erkannt. Ich finde das Licht so hässlich, ne? Gaffe, ne Gaff. Gaff, du F. Noch kannst du weglaufen. Die Luft ist rein, denke ich. Ja, außer dass da noch so ein legendärer Arsch rumrennt. Erhöht die Heilungsrate. Ja, nee, komm. Tipp. Wahrnehmung. Ich hab keinen Bock auf dich da hinten. Hartnäckig, das muss ich dir lassen. Das war's. Hier noch fliegt. Ha. Oh! Eine Mini-Atombombe steckt da einfach mal im Loch drin, das ist super. Einfach super. Oha, arme Sau. Nicht schön, was die mit dem gemacht haben. So, mal gucken, was Gaff hat. Gaff, du Arsch. Scharfschützengewehr. Oh. Na, ich will... So. Da noch was? Oh, Schlüssel zum Schankhaus Shamrock. Aber wisst ihr was? Mir sind eigentlich Raider lieber als Ghule, weil Ghule sind immer... Die machen so Stress, ich weiß nicht. Das ist immer stressig, gegen die zu kämpfen. Sag mal, wie viele Minen und alles haben die hier? Oh oh. Ich dachte, hier hat irgendwas ausgelöst. Wie viel Zeug da einfach mal rumsteht. Kann ich dir was abnehmen? Na klar, Nick, komm mal her. Hey, wie sieht der Plan aus? Ja, guck mal. Mein Schrott. Ich hoffe mal, du kannst einiges tragen, Nick. Weil mit mir an der Seite wirst du immer viel zu tragen haben. Das sollte dir bewusst sein. Das ist nicht schwer, warte mal. Kriegst du die? Nee, nee. Aus. Ja. So viel hättest du jetzt am liebsten nicht tragen wollen, ne? Was ist da los? So. Das reicht. Das war's jetzt ernsthaft jetzt auch schon? Ist immer so wenig, ne? So wenig. Noch mehr Alk drin. Wir sind hier irgendwo. Hausputz erledigt. Was? Es war nur eine.
Schachbrett brauche ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die Spielzeugraketen kann ich eigentlich auch mitnehmen, ne? Ist gar nicht mal so doof. Kaugummis. Guck mal, wie viel Kleber ich hier auf einmal wieder finde. Runter gehe ich gleich. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen, nicht wahr? Ja, wie so ziemlich alles, ne? Kann man davon ausgehen. Irgendwie ist ja nichts mehr so, wie es mal war, Nick. Oh, guck mal da. Ich habe ein Safe gefunden. Ja. Ja. Sehr geil, guck mal. Komm, die Silbergabel nehmen wir auch mit. Oh, Gwyneths Rezept Lager. Kann ich da jetzt auch Bier brauen? Ich meine, ich halte ja nichts davon, mich hier zuzuschütten. Weil das macht halt auch echt keinen Sinn. Ein Löscher? Na gut. Aber halt ein Feuerlöscher, ne? Oh! Ich nehme wieder so viel Mist hier mit. Aber ich habe hier jemanden, bei dem ich es abladen kann. Hahaha. Ha, ha. So, das war das. Kommt jemand. Da draußen ist was. Habt ihr es bald? Schlüssel zum Schankhaus, habe ich doch schon. Hey, bist du noch da? Ja. Ich sehe überhaupt nicht. Hier ist mein Patrick's Terminal. Aufzeichnung der Experimente. Notizen zum Bau Saufkumpanen. Dichtungen. Verdammt, das ist der dritte Satz Dichtungen, der in dieser Woche geplatzt ist. Das ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischewasser. Mit der ersten Charge läuft es immer wunderbar, aber wenn man alle paar Tage das Chassis öffnen muss, um die Dichtungen auszutauschen, wird niemand so was kaufen wollen. Ich frage mich, ob die Kulturen aufgrund der Blitzgärung mehr Hitze speichern. Das könnte die Ursache des Problems sein. Investor. Ich habe das Design überarbeitet und den Wärmetauscher versetzt, sodass die Spulen um den Abfüllungssiphon herum verlaufen. Damit scheint es zu funktionieren. Die Dichtungen schmelzen nicht mehr und das Bier wird beim Abfüllen gekühlt. Eiskalt, jedes Mal. Einer meiner Kunden hat mich außerdem auf einen möglichen Investor hingewiesen. Jack West, der Geschäftsführer des Hotel Rexford, hat anscheinend gerade was geerbt und könnte das Geld springen lassen, das ich brauche, um mit dem Saufkumpan in Produktion zu gehen. Er hat sich mit meinen Bedingungen einverstanden erklärt, wenn er einen Monat lang den Prototyp im Hotel laufen lassen darf, um für ein bisschen Presserummel zu sorgen. Rezepte. Ja gut, das lese ich jetzt nicht alles. Ihr könnt es lesen, wenn es euch interessiert. Gesicht. West geht mir langsam echt auf die Nerven. Das Problem ist, ich habe nicht mehr so lange Zeit für den Part und ich möchte ihn gerne noch abliefern, den Auftrag. Das Bootpasswort hier im Keller. Aha. Sehr gut, Nick. Auch nicht so ein Stress jetzt. Auch eine Rüstungswerkbank. Oh, das ganze Zeug dabei. Ist da noch was? Nee. Oh, da geht's wieder raus. Ich könnte dieses Terminal wahrscheinlich zum Reden bringen, wenn du nicht fragst. Kann ich auch. Ich brauch dich nicht, Nick. Shrouded. Nee. Blinking? Also nee, Quatsch. ING ist es schon mal nicht, ne? Das ist klar. Außerdem sammle ich hier Pluspunkte, wenn ich das selber mache. Also, ING ist es nicht. Shutting ist es nicht. Blinking ist nicht. Portions? Ne. Auch wieder zwei. Thoughts. Auch nicht. Es ist launched. Auch nicht. Receives. Es muss Receives sein, oder?
Es ist auch Receives, aber ich will sicher gehen. Oder? Was soll's sonst sein? Ding ist es nicht, Passkeys ist es nicht. Shrouded ist es nicht. Na komm. Geschafft. Einheit aktivieren. Aktivieren. Beginne Startsequenz. Ha, Valentine hat das gefallen, das habe ich mir gedacht. Hey Buddy. Hey Kumpel, ich habe ein Rezept für dich. Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen optimal kalibriert. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Was bist du? Ich bin ein modifizierter Robco Protektron, Bezeichnung Saufkumpan. Meine Mikroanlagen ermöglichen internes Brauen, Abfüllen und Ausgeben von Bier mit hoher Geschwindigkeit. Ich bin außerdem darauf programmiert, zur Unterhaltung des Kunden eine Vielzahl von Witzen zu erzählen. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Unterhaltung? Ach Mann, ich würde ihn gerne behalten, aber na gut, komm. Ja, sicher. Beginne Transfer zum Hotel Rexford. Ach schade, ich hätte ihn gerne selbst behalten, aber das wäre nicht gut, das wäre nicht nett gewesen. So, da sind wir wieder. Wie? Folge im Saufkumpan. Oh, okay, wo ist denn Hotel Rexford jetzt? Hoppala hoch, ich setze mich einfach mal hier hin und warte ein bisschen. So. Dann müsste er ja gleich ankommen, oder? Ja, da vorne ist es. Der hat es auch alleine geschafft. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war ein Fehler. Wollte ich nicht. Die Höhle der Erinnerungen ist super. Aber pass auf, dass du nicht abhängig wirst, so wie der alte kennt. Ja, ja. Ich kenne den Film. Wie heißt der Film? Strange Days? Müsst ihr euch mal angucken mit Juliette Lewis, ist der, glaube ich. Der ist ziemlich gut. Da sind die Leute auch süchtig nach Erinnerungen, aber beziehungsweise... Das ist diese Baumaschine, von der ich dir erzählt habe. Für die Kunden da zu sein, ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen. Buddy. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Zeug und konzentrier dich. Was? Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Hey, Rufus. Hey, danke für deine Hilfe. Der Saufkumpan ist sogar noch besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Hier ist dein Geld. Cool, das war's. Da braut sich was zusammen. Leute, ich danke euch wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Hier im Hotel Rexford nächstes Mal in Fallout 4.